Es handelt sich um eine äußerst beunruhigende Live-Aufnahme. Das ist der Background Pacific Reaktor bei Seattle. Es folgt eine Live-Einspielung, Rohmaterial. Offensichtlich eine Ansprache des KVA-Anführers Hades. Liebe Mitbürger dieser Welt, heute habt ihr Angst. Ihr habt Angst, weil ihr aus eurem Schlummer geweckt wurdet. Es gibt Tage, die vergisst man nicht. Manche Momente brennen sich auf ewig in unser Gedächtnis ein. Wo waren Sie am Tag, als alles anders wurde? Vor 4 Jahren wollte ein Mann unsere Welt zerstören. Wollte ein Mann Dunkelheit über uns bringen. Dachten wir würden es niemals überstehen. Doch das haben wir. Zusammen. Als sie verwundbar waren, gaben wir ihnen Kraft. Als sie krank waren, boten wir ihnen Heilung. Als Chaos herrschte, sorgten wir für Ordnung. Stabilität, Sicherheit, die Chance auf einen Neuanfang. Wer wir sind? Wir sind der Weg nach vorn. Willkommen in Detroit! 2,5 Millionen Menschen, alle in Lagern wie diesem. Echt kein Urlaub, aber sie haben Nahrung, Wasser, Sicherheit. Alles dank Atlas. Und jetzt hat die KVA die Eier nebenan einzuziehen. Leck mich. Hallo und herzlich willkommen zu unserem 10. Let's Play Call of Duty Advanced Warfare. Wir sind jetzt hier in Detroit im Lager angekommen, in dem die ganzen Flüchtlinge versorgt werden. 22 Tage am Stück. Die KVA macht keine Pause. Und wir auch nicht. Verstanden. Und das sieht ziemlich abgespaced hier aus. Wobei ich ehrlich sagen muss, nach dem Intro-Video, das erinnert schon sehr stark an Tribute von Panem. Da war das ja auch so, dass das Kapitol hier, Atlas, gute Miene zum bösen Spiel gemacht hat und den Leuten Sicherheit geboten. Naja. Könnte halt echt böse enden. Auf jeden Fall. Ich meine, im Moment sieht Atlas noch wie der Retter der Welt aus. Ah, mittlerweile habe ich nicht so das Gefühl, dass Atlas da noch so die coolen Typen sind. Ah, die wollen Essen haben. Ja, hier tobt auf jeden Fall der Bär und ein bisschen Baseball kann man natürlich hier auch spielen. Ne? Ein bisschen zum Zeitvertreiben. Warum nicht? Moment, Captain. Was geht denn, ja? Bitte warten. Werden gescannt. Was zur Hölle macht die KVA in Detroit, Boss? Eine leere Stadt ohne Polizei oder Augenzeugen ist ein guter Ort, um etwas zu verstecken. Oder jemanden. Okay. Viel Glück da draußen.
oder jemanden. Ob das wohl ein kleiner Hinweis darauf sein soll, Gideon, was noch passieren wird? Sind wir fertig? Ja, die Bikes stehen bereit. Das Zeitlimit ist eingegeben. In Ordnung. Aufsteigen. Geile Teile. Auf das Bike. Und ab geht's, Rock'n'Roll. Mit mir synchronisieren. Autopilot aktivieren. Hoverbike ist oder sowas. Bravo 2-1. Der Doktor hält Position im Krankenhaus. Die Uhr tickt. Verstanden, Prophet. Bei Kontrollpunkt Blau in 5. Nicht vergessen, wir brauchen ihn lebend, um Hades zu finden. Verstanden. Bravo, Ende. Das ist wahrscheinlich die Person, die versteckt wird. Von der unser guter Kumpel Gideon gerade eben gesprochen hat. Name und Befehlsnummer. Gideon, warum sehen wir so nicht aus? Ich glaube, die sind ein bisschen unbeweglich. Guck dir mal diesen Motherfucker an. Der verzieht doch die Augen nicht. Dem ist alles scheißegal. Okay. Wenn ich so einen Anzug an hätte, wäre mir das auch. Prophet, Bravo 2-1. Passierlinie Delta. Wachsam bleiben. Ich kann nicht glauben, dass das Detroit. Ich denke auch, dass Detroit schon mal schönere so Tage gesehen hat. So viel hat sich nicht geändert. Sehr düster. Zombie-Apokalypse. Sammelpunkt direkt vor uns. 12 Uhr. Prophet, Bravo 2-1 beim Sammelpunkt. Bereithalten. In Bereitschaft 2-1. Mitchell und ich nehmen die nördliche Seite. Ihr zwei die südliche. Treffpunkt Bates Street. Verstanden. Schade, ich dachte, wir behalten unseren Laser. Haben wir denn nicht mehr? Aktivität 100 Meter nordwestlich von eurer Position geortet. Wir dabei, zweite Waffe haben wir nicht. So, dann begeben wir uns hier wahrscheinlich jetzt zum Krankenhaus, oder? Räumfahrzeug voraus. Es sollte niemand in diesem Sektor sein. Die machen wahrscheinlich keine Geschäfte mehr. Leise bleiben. Da hat es sich ausgebankt, würde ich sagen. Verbankt und zugenäht. Da ging gerade Licht an. Sieht Prophet, Schule aus. Sind bei Kontrollpunkt Blau. Durchqueren die Schule. Okay, er sagt es. Verstanden, wir haben euch. Huch. Warte mal, das hat bestimmt irgendein Kind gemalt. Das macht Spaß. Schade. Scheiße. Oh. Hat er die Buchse voll? Der G. Ich sag ja immer G, ne? Scheiße. Das sieht nicht so gut aus. Hier sind Leichen. Sieht wie ein Räumtrupp aus. Schutzanzüge fehlen. Schutzanzüge gelten jetzt als Feinde. Verstanden. Sie sehen irgendwie infiziert aus. Wenn die KVA getarnt vorgeht, könnte es mehr von ihnen geben, als wir dachten. Mitchell, die Tür. Die Tür, Mitchell. Das andere X. Zur Tür. Richtig. Bei Xbox-Controllern ist das X da, wo eigentlich Viereck ist. Oh, ich denke, wir müssen hier leise sein. Die Treppe hoch. Ein
Den Blick auf den Hintern konntest du dir nicht verkneifen, ne? Nee, ich habe auf seinen Gürtel geguckt. Ah, okay. Der hat halt einen schicken Gürtel an. Hier lang. Guck lieber mal, wo du hingehst. Ich will ja auch das Spielen irgendwie versüßen, ne? Ein Stahlträger. Kein Problem. Macht er mit links. Oh, es sieht gefährlich aus. Oh, Mann. Was war das? Oh, oh. Hier drin. Passieren lassen. Das sind wahrscheinlich die Schutzanzüge, von denen er eben gesprochen hat. Ja, wahrscheinlich. Mitchell, jetzt versau es bitte nicht. Oh mein Gott, ist das aufregend. Hat der einen Ständer? Ganz gut möglich. Oh. Scheiße. Nein. Oh, komm schon, steh auf. Mitchell, halt durch, ich komm runter. Oh, oh, fuck, fuck, fuck. Oh mein Gott. Scheiße. Mist. Versuch die südliche Seite zu erreichen. Wir treffen uns dort. Fuck, jetzt hast du nicht mal mehr deine Waffe. Hatten wir nicht noch eine Pistole? Mitchell, hier ist einiges los. Versteckt bleiben. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall ruhig sein. Oh, pass auf, da hinten ist ein Heim. Ganz ruhig. Oh Mann. Ob du den überwältigen kannst? Nice one. Oh, Gott sei Dank. Ich weiß, warum die Amis alle eine Knarre haben. Damit fühlt man sich einfach besser. Ja, ist auf jeden Fall sicherer unterwegs. So, jetzt aber weiter in Vorsicht. Wer weiß, wie viele sich hier noch rumtummeln. Boah, ich dachte, das wäre ein Schatten von irgendeinem Typen. Oh, da ist einer. Na, okay. Da war einer. Ist das hier? Aktenkeller. Ich sag mal, gut für die Schüler, ne? Die haben wahrscheinlich jetzt frei. Ja, bevor wir jetzt da durchgehen und uns diesen Typen annehmen, würde ich sagen, machen wir an der Stelle jetzt mal Feierabend. Wir bleiben natürlich auf der Hut. Und hinterlasst uns einen Kommentar. Und wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Zögert nicht, uns zu abonnieren. Und zögert auch nicht, euren Freunden davon zu erzählen. Alles klar. Bis dann. Tschüss.